Hallo, ich grüße euch zu einem weiteren Division 2 Video. Wir suchen heute nach Jack Arnold. Ist die dritte auf unserer Liste. Sie sehen gut aus, Agent. Danke, danke, danke. Die wir befreien müssen. Und da gucken wir jetzt mal, wo wir hin müssen. Das war eins, zweit. Jack Arnold, Washington Monument, Esplanade Park. Da gucken wir noch mal. Gott, ich habe das schon ewig lange nicht mehr gespielt. Das ist hier. Da haben wir das. Da kann man auch gleich daher reisen. Der Lumpensammler hier. Was ist denn verloren? Nichts Vernünftiges. Man merkt schon, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich bin stolz auf uns. So, Freunde, bin da. Kann losgehen. Was erwischt? Du hast da nochmal geschossen, ey. Das mal wieder Gefühl für das Spiel kriegen. Na, dann komm her. Wo ist er noch zu? Feindlicher Zivilist im Visier. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Los! Störgerät unterwegs! Was ist denn das jetzt da? Ich finde es immer so begeisternd, dass du teilweise immer aus dem Winkel nicht treffen kannst.
Obwohl du da freie Schusslinie hast. So, was da? Verstärkung trifft ein. Sich nähernde Feinde erkannt. Das war voll knapp, Junge. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Nick, aber wo bringen die uns hin? Zum Sanitätscamp. Was? Warum? Wer weiß. Vielleicht um sicher zu gehen, dass wir nicht infiziert sind. Vielleicht als Nahrung für die Truppe. Die sehen hungrig aus. Rick ist nicht witzig. Oh. Angriffs auf Sanitätslager. Okay. Das müsste eigentlich Kopfgeld sein, ne? Jawohl. Immer die gleiche Leier. Wenigstens ist das nicht weit weg. Immerhin, der alles explodiert. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Gibt es hier nichts Gescheites. Viel in der Nähe. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Für mich lohnt sich das Sammeln hier eigentlich gar nicht. Ich zocke hier eh bloß nur das Nötigste noch. Ach, das darf doch immer nicht wahr sein. Dass der mal zu ist. Die ganze Scheiße da. Kommen wir jetzt da wieder raus? Mann, Mann, Mann. Jetzt darfst du wieder ganz außen rumlatschen. Wie mich das immer nervt, du spitzt die ganzen Türen eigentlich auf und dann ist bei jeder Kopfgeldmission ist er da, sind dann wieder alle zu. Das ist so nervlich. Und gerade hier, da wo du immer so ewig weit außen rumrennen musst. Ist jetzt, was ich meine? Wieder zu. Wieder außen rum. Schmeißt deinen Stuhl nach mir. War dir das?
Und dann auf wundersame Weise sind die Türen wieder offen. Also der Gegend ist Kopfgeld wirklich der letzte Scheiß nach meiner Meinung. Klar, da ist jetzt wieder zu. Was hat er? Gegrillt? Unternehmt was! Mach doch was. Sieht jemand was? Jetzt los! Jetzt kommen sie hin. Kriege ich gleich das Kotzen da. So. Na klar, und jetzt muss ich wieder zurück, ne? Schon logisch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wer kennt eigentlich noch die Kopfgelder von Division 1? Die waren wesentlich besser konzipiert. Dass du zwar Aufklärungsdaten brauchst, dass du die aktivieren konntest, ist schön und gut. Aber du bist halt dann irgendwo an einer Stelle, bist rein. Und da hast du Übermacht deinen Gegner killt, je nachdem wie schwer das war. Und fertig war der Lack. Jetzt so kack wie hier, ey. Komm, steh auf jetzt. Das ist Ihr Ziel. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Zeig das Mann. Machen Sie sich um den keine Sorgen. Ist nicht mehr unser Problem. Ganz ehrlich? Der Mast ist erheblich friedlicher ohne ihn. Sorry, Vic. Bestätigt. Habe Sichtkontakt zu Jack am Mast. Ziel neutralisiert. Sehr gut.
Wieder einer weniger. Gute Arbeit, Agent. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ach ja. Ich habe sowieso das Gefühl, so viele Spiele gibt es eigentlich gar nicht mehr, die das spielen. Das ist auch bloß noch der harte Kern nach meiner Meinung. Verbündete Kämpfer entdeckt. Grano wegschleudert nach rechts. Jetzt macht er dann einen Salto eine Stunde später nur noch. Ich hab nichts. Das ist dein Problem, wenn du nichts hast. Mann am Boden. Oder gar kein Boss? Verstärkung unterwegs. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Noch was. Komm raus, du Lurch. Ich weiß, dass du da bist. Was macht ihr da hinten? Grillparty oder was? Es darf jetzt nicht wahr sein, oder? Wir haben Jack bis zur Drohnenabsturzstelle verfolgt. Wir schicken die Koordinaten. Mehr was nicht. Okay, das heißt, jetzt kommt wieder beknacktes Kopfgeld. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Mit. Warum auch nicht? Ich
Ich weiß nicht, warum das Zeug immer explodiert. Wenn hinter alles fertig ist. Also gut, machen wir euch einmal einen Gefallen, schauen wir mal rein. Wie ich sagte, nur Müll. Können wir gleich da, ja. Ich weiß zwar nicht, warum das da ein Countdown drauf ist. Am Mainhand in der Season, aber naja, warum auch nicht? Das habe ich noch nie verstanden. Weil wo soll er denn hin? Ah, das war irgendwie verarscht, ja? Jetzt habe ich nachladen müssen. Jetzt hätte ich schon mal eine Frage. Das war doch sonst immer offen. Immer. Jetzt ist das auch noch zu. Da bist du. Ah, Radde, ja. Der gehört ja zu euch. Na, und wo ist er? Das ist aber nicht auf der anderen Seite vom Zaun. Na, vielleicht kann er gar nicht zu denen. War doch tatsächlich überlegt, ne? Ziel gesichtet, Sheriff. Arnold am Capitol Hill lokalisiert. Wir haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Aufgespürt. Mhm. Das verstehe ich aber dann nicht. Da warst du schon drin. Da zeigst du es, dann gehst du raus und dann müssen sie das unbedingt nochmal zeigen. Sie haben sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Dass du es ja checkst. So.
Bin mir nicht sicher, hat man da eigentlich schon mal so Kopfkits gehabt? Kann mir ehrlich gesagt nicht erinnern. Schleicht nur die rum. Ah, da haben wir den Weg daher geschafft. Ich bin noch ziemlich mitgenommen nach dem, was im Kenley College passiert ist. Aber seit die Outcasts sie entführt haben, hat sie sich wieder berappelt. Was da? Wo ist denn immer hin, René? Man da drüben zahlt zu wenig an Miete oder was? Klar. Du warst der Beste in Mario, oder? Da kommt noch mal was. Der Feind hat das UGV zerstört. Ach, wirklich. Muss er rauf? Ich dachte, hier kommt runter. Nicht bewegen, du verlierst Blut. Warte mal, du kriegst das Special Shin von mir. Das ist eine Kraft zu schießen, ne? Was sind sie jetzt hin? Ehrlich, ich müsste halt Geld vom Massive kriegen, ne? Um euch jetzt mal nachzurennen, oder?
System reaktiviert. So liebe ich dich mir das. Wegs mal ein anderer Weg. Nicht immer dasselbe Trott hier. Lass mich doch runter da. Ah, auf geht's. Hat er nicht verbracht. Erst du auf dann. Dachte ich mir doch fast, dass da eine Kiste ist. Na komm. Was von da oben, das glaube ich doch jetzt nicht. Aber theoretisch müsste es ja dann hier Schluss sein, ne? Geht den ballistischen Schild. Sonst hätten wir ja von der anderen Seite rüber können. Ach Gott, aber Wein halt! Was der Feind? Schießt auf alles, was sich bewegt! Mach ihn doch! Kleiner Zipfel da.
Gegnerisches Funksignal abgefangen. Das wird zwar aber langsam da zerblöden, ne? Jetzt gehen wir mal auf. Das hätte ich gleich machen sollen. Sag mal, seid ihr blöd oder was? Wo steht denn das Auderler da? Ey? Mitten in der Luft. Keine Munition mehr. Na gut. Ja, ich hab da gewechselt. Dann hast du jetzt verschissen. Bereich ist sicher. Ich bringe Jack zurück zum Schloss. Gute Arbeit, Agent. Ich würde was dafür geben, wenn sie die Gefangenen erst einmal befreien müsstest. Mal die Fesseln durchschneiden oder sowas, aber nein. Das ist immer alles so blitzartig beendet. Finde ich ein bisschen ein Käse. Aber das ist halt meine Meinung. Jack Arnold treffen, sondern da müssen wir in die Schlosssiedlung rein. Wupp. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Danke, Agent. Mel hätte Manny gekillt, wenn sie nicht gekommen wären. Nach Kenley haben die mich an der kurzen Leine gehalten. Mel implantiert mir ganz sicher einen GPS-Tracker, wenn ich nochmal verschwinde. Danke nochmal. Wenn sie mich brauchen, ich bin im Lager. Ist die Frage, bringt uns das Lager hier was? So es ausschaut, nicht. So, 75%. Und da kriegen wir dann in knappe 4 Wochen die nächsten 25%. Dann kann man 2 Sachen machen. Und dann ist die Season auch schon wieder vorbei. Mehr oder weniger. Weil ich denke mal, die Veteranen, die werden kein Global Event oder sowas mehr spielen. Es macht einfach keinen Fun. Vor allem die meisten haben ja alles. Für neue Spieler ist das natürlich schön. Ist klar. Die können ein bisschen sammeln. Mittlerweile ist auch noch in den letzten Wartungen ist natürlich auch nicht erwähnt worden. Ich habe das auch bloß zufällig entdeckt, weil ich auf dem PC noch spiele. Und zwar gibt es jetzt wieder die restlichen Blaubausen, die man sammeln kann. Gibt es jetzt bei den Checkpoints. Und zwar muss man die auf Heroisch machen. Dann sind die in der Truhe drin. Dann könnt ihr die finden, falls ihr Neuanfänger seid und ihr braucht noch Season oder halt Blaubausen von der alten Seasons, die es nicht gegeben hat. Die könnt ihr jetzt hiermit sammeln. Und vieles ist auch noch gefixt worden im Background. Das heißt, viele unsichtbare Wände sind gefixt worden. Habe ich auch mal so festgestellt. Und ein paar so Kleinigkeiten. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen sich dann im nächsten Division 2 Video in 4 Wochen. Ciao.